Hallo und willkommen zur Themenwoche, zur Online-Themenwoche Digitale Schule auf den Kulturwandel kommt es an. Die Themenwoche wird gestaltet und organisiert und veranstaltet von der Deutschen Schulakademie gemeinsam mit der Agentur Joran und Konsorten, J&K, Joran und Konsorten. Ich freue mich sehr, mein Name ist Christine Nahr und ich darf dieses Webinar moderieren. Darüber freue ich mich enorm. Thema des Webinars ist, welche Lernkultur steht hinter welchen Tools? Vielleicht das kurz zur Erläuterung, es wird ja oft nach digitalen Tools gefragt und so weiter und zeigt doch mal schnell, was da so möglich ist und so weiter. Und ich kann Ihnen versprechen, das wird auch Thema sein und gleichzeitig auch Thema sein, was dahinter steht, möglicherweise an Veränderungen. Und dass es nicht nur die Werkzeuge sind, aber dazu später mehr. Ich möchte erstmal meine Gäste begrüßen. Zunächst einmal habe ich Unterstützung durch Vincent Steinl. Vincent, hallo, grüße dich. Vincent Steinl arbeitet bei der Deutschen Schulakademie und wird hier den Chat betreuen und auch die Mentimeter-Umfrage, denn das wird ein Hauptbeteiligungsmoment sein, an dem Sie mitmachen können und Ihre Fragen und auch Anregungen aufschreiben können und die wir dann einbringen und an die beiden Referenten einbringen. Insofern Dankeschön. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ich begrüße aus der Schweiz zugeschaltet Philipp Bamfler. Hallo Philipp, grüße dich. Hallo, hallo. Schön, dass ich da bin und schön, dass du da bist. Danke dir, ich freue mich ebenso. Er ist einer der Impulsgebenden gemeinsam mit Dejan Michalovic. Hallo Dejan, grüß dich. Gar nicht so weit weg von aus Freiburg zugeschaltet. Hallo, grüßt euch ihr beide. Hallo, sonnige Grüße aus Freiburg. Sonnige Grüße zurück. Wir freuen uns sehr. Bild und Ton klappt, das freut uns. Und ich schicke euch mal wieder runter von der Bühne. Ihr kommt ja gleich nochmal. Insofern bis später. Es gibt noch ein bisschen organisatorisches Vorab für Sie. Wir haben verschiedene Hinweise. Zum einen wird dieses Webinar aufgezeichnet und ein bisschen für die Ewigkeit, solange sie denn geht, konserviert und zugänglich gemacht. Also Menschen auch, die danach sich das dem Thema interessieren, können gerne das auch danach anschauen. Ein Hinweis, die Menschen, die wirklich nur die Impulsgebenden sind, wie Dejan und Philipp zum Beispiel, die sind auch tatsächlich zu sehen und ich bin zum Beispiel zu sehen, sie nicht, wenn sie sozusagen auch, sie sind in ja, Zuhörende und auch der Chat wird nicht abgefilmt, das vielleicht als Hinweis. Dann haben wir auch aufgrund der hohen Teilnehmerzahl uns entschieden, Mentimeter zu nutzen als eine Beteiligungsform, Fragen einzubringen etc. pp. Bevor es dann sozusagen losgeht mit dem Impuls, der beiden, möchte ich gerne einladen, erstmal so ein bisschen selbst ein bisschen warm zu werden in kleinen Murmelgruppen, die wir vorbereitet haben für Sie. Bei unserer Software hier heißt das Breakout Sessions in Breakout Räumen. Da können Sie gerne Ihre Kamera einstellen. Sie können gerne auch den Ton anmachen. Das macht sich ganz gut, weil Sie das tatsächlich als ein kleines Kennenlernen auch gestalten können. Ich schicke Sie sozusagen hier gleich in einen Raum für ungefähr 3 Minuten. Das geschieht zufälliger Natur. Also Sie sind möglicherweise mit einem Menschen zusammen, die Sie nicht kennen. Insofern möchte ich Sie gerne einladen, sich 2 Fragen gegenseitig zu stellen. Zum einen, kann man mich gut hören und sehen? Und was möchte ich persönlich aus diesem Webinar mitnehmen? Wir haben dann einen kleinen Timecode, damit wirklich auch die 3 Minuten eingehalten werden. Und dann beamen wir Sie wieder in diesen großen Raum zurück und freuen uns, wenn wir Sie wieder bei uns haben. Aber erstmal ab in die Breakouts. Viel Spaß, bis gleich. Hallo, willkommen zurück. Jetzt steigen die Zahlen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Entscheiden Sie für sich, ob Sie Ihre Kamera anlassen wollen oder nicht. Wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie auch ein bisschen sehen können. Willkommen zurück. Zum weiteren Vorgehen, was wir vorhaben. Jetzt machen wir ein bisschen noch eine kleine Fragerunde an Sie, wer überhaupt in diesem großen Raum zusammengekommen ist. Dann gibt es einen Impuls gemeinsam von den beiden Referenten. Und dann gibt es die Möglichkeit, den beiden Fragen zu stellen. Also machen Sie sich schon mal bereit, dass Sie aktiv aufgefordert werden, Ihre Anregungen, eigene Erkenntnisse und Fragen auch loszuwerden. Das vielleicht schon mal vorweg. So, zunächst die Frage,
Wer sind Sie eigentlich? In welcher Funktion sind Sie hier? Vielen Dank. Wir haben eine kleine Mentimeter-Umfrage vorbereitet. Sie sehen oben dort den Hinweis, geben Sie bitte in den Browser Ihrer Wahl die Adresse menti.com ein und den kleinen Code, der da steht. Das wird auch nochmal parallel im Chat, den finden Sie unter mir, also unter dem Bild jetzt eigentlich, aufgerufen und dort geben Sie bitte nach Aufforderung den Code ein und da können wir so ein bisschen sehen, welche Leute so im Raum sind und so weiter. Wir lassen uns das mal auf uns wirken und wir gucken uns das mal an. Genau, schauen Sie mal, in welcher Funktion nehmen Sie heute teil? Das ist ja manchmal auch unterschiedlich, je nachdem, wann auch, wie, in welchem Zustand etc. Genau. Der Fokus ist fast klar und eindeutig oder eindeutig. Beziehungsweise die Mehrheit ist beschrieben. Und die vielleicht den Chat nicht gesehen haben, nochmal der Hinweis, oben auf der Folie finden Sie auch den Weg zu dieser Umfrage, an der Sie teilnehmen können, also www.menti.com ist die Adresse und dann können Sie dort in ein Feld den Code eingeben und sich darüber beteiligen. So, weiter geht's. Dann die Frage, wie viel Erfahrungen haben Sie mit digitalen Tools an der Schule gemacht? Das ist so eine Skala, das können Sie selber, glaube ich, regeln. Da war jemand sehr schnell gerade. Genau, also da wird sozusagen der Durchschnitt so ein bisschen bemessen. Insofern wandert das möglicherweise hin und her. Bewegt sich im Moment in einem keinem Mittelfeld, würde ich mal sagen. Skala bewegt sich ein bisschen. Vorhin waren wir auch so bei dieser Größenordnung. Ich kann unten Sie auch sehen, wie viele schon teilgenommen haben. Daran würde ich das natürlich messen, was Sie, also wer alles noch mitmachen will. Aber gehen wir mal weiter, denke ich. Und dann die Frage der Fragen. Welche Fragen haben Sie? Welche Frage interessiert Sie tatsächlich heute am meisten an diesem Webinar? Ganz kurz und knapp. Wir werden uns das jetzt ein bisschen angucken und auch natürlich die beiden Referenten, Dejan und Philipp, gucken sich das auch an und sehen auch, welche Fragen im Raum sind und so weiter. Welche Frage interessiert Sie heute, was das Thema betrifft, Lernkultur und digitale Tools am meisten? Sie können es ja auch sehen, ich versuche ein bisschen durchzugehen. Wir haben Praxisbeispiele für verschiedene Tools. Wir haben die zentrale Frage auch, die man ja auch so rumstellen könnte. Welche Tools unterstützen denn eine neue Lernkultur? Spannende Frage, kann Softwarepädagogik beeinflussen? Praxisbeispiele, didaktische Fragen oder Didaktik insgesamt. Auch die Erfahrung mit anderen mitzubekommen, das ist auch ein wichtiger Punkt für Sie. Sie können das mal auf sich wirken lassen. Und dann warten wir noch ein bisschen. Okay.
Vielen Dank fürs Mitmachen an diesem Punkt. Dankeschön auch fürs Teilen Ihrer Fragen auch an dieser Stelle. Dann sind wir schon im Impulsteil. Ich möchte kurz auch mit den Fragen das ein bisschen wirken lassen und gleichzeitig Philipp Wampfler und Dejan Michalowitsch auf die Bühne bitten. Hallo ihr zwei, schön. Noch einmal zurück, jetzt so richtig. Die Fragestellung ist ja, welche Lernkultur und was das mit digitalen Tools zusammenhängt und so weiter. Wir haben jetzt auch noch natürlich eine Präsentation vorbereitet, welche Lernkultur steht hinter welchen digitalen Tools. Noch kurz zu euch beiden vielleicht, ehe ich dann das Wort übergebe. Philipp Wampfler ist Dozent für Deutschdidaktik an der Universität Zürich und Deutschlehrer an einem Gymnasium in Zürich. Schreibt sehr viele Sachen ins Internet, hat einen eigenen erfolgreichen Blog. Dejan Michalowitsch ebenfalls, schreibt auch viel mit Philipp gemeinsam. Er ist Realschullehrer und Referent für Schüler mit Verantwortung, beschäftigt sich mit Demokratiebildung, digitaler Transformation und Barcamps. Also ist auch sehr im Weitergeben an Kolleginnen und Kollegen nicht nur interessiert, sondern hat das als Aufgabe angenommen. Zum Impuls, was Sie sozusagen jetzt für die nächsten 20 Minuten erwartet. Es schreit ja viel nach oder viele Fragen und viele Folgen auch, sagen, wir brauchen mehr Tools und so weiter. Und was sind das für Tools, ist die eine Frage. Und gleichzeitig auch zu sagen, verändern denn diese Tools vielleicht möglicherweise auch die Lernkultur insgesamt? Für was werden sie eingesetzt und ändert es vielleicht auch Prozesse, die sich im größeren Zusammenhang sehen? Oder ist es mehr oder weniger etwas, was wir schon vorher dann eben halt ins Digitale bringen? Sie werden es sehr konkret machen an Erfahrungen, die Sie gesammelt haben und Tipps, die Sie geben können, auch mit Tools, die unterschiedlicher Natur sind, also von Open-Source-Software bis hin zu kommerziellen Anbietern und proprietären Anbietern sozusagen in diesem Spannungsfeld, wird es sich bewegen und damit die große Frage zu beantworten, welche Lernkultur steckt eigentlich dahinter? Ich wünsche sehr viel Erfolg, brauche ich nicht zu wünschen, sehr viel Spaß miteinander und im sehr, sehr guten Austausch und möchte jetzt an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Sie, die jetzt zuhören, und den beiden Lauschen jederzeit die Möglichkeit haben, eine Frage zu stellen. Dafür haben wir ebenfalls nochmal eine Mentimeter-Frage vorbereitet für Sie. Also wenn Sie währenddessen eine Frage loswerden möchten und sie stellen möchten, nutzen Sie dieses Tool in dem Fall. Und im Nachgang haben wir dann zu dritt die Möglichkeit, diesen Fragen auch nachzugehen, auf diese Fragen einzugehen. So, jetzt aber genug. Ich übergebe an euch beide und wünsche euch ganz viel Spaß und allen anderen auch. Bis dann. Herzlichen Dank für die Einführung und ich lege auch gleich los und sage ein paar allgemeine Dinge zur Frage, wie jetzt Kultur und Plattformen zusammenhängen. Ein ganz wichtiger Gedanke dazu ist, man spricht häufig von Tools. Ich habe jetzt hier auch von Werkzeugen gesprochen und eigentlich müsste das in Anführungs- und Schlusszeichen stehen. Weil die Vorstellung, dass es ein pädagogisches Problem gibt oder sagen wir vielleicht eine pädagogische Aufgabe, die so ist wie ein Nagel und dann suche ich einfach den richtigen Hammer und mit dem schlage ich den Nagel ein. Diese Vorstellung ist völlig verfehlt. Diese Plattformen, die sind vielleicht mehr wie ein Werkzeug, von dem ich noch gar nicht weiß, was ich damit tun kann. Und entsprechend haben sie Affordanzen. Affordanzen, das heißt, gewisse Dinge werden leicht gemacht, werden möglich gemacht, dadurch, dass ich eine digitale Plattform nutzen kann. Diese Dinge, die waren vorher noch nicht möglich oder diese Handlungen, die Formen von Zusammenarbeit waren noch nicht möglich. Und die werden erst fruchtbar gemacht, wenn die entsprechenden kulturellen Grundlagen da sind. Das heißt, wir haben so gewissermaßen drei Schritte. Es gibt eine Kultur an der Schule. Diese Kultur wird durch den Einsatz von Plattformen modifiziert, also die Plattformen bauen auf diese Kultur auf, aber wirken auch auf die Kultur zurück. Sie verändern diese Kultur. Und das möchte ich jetzt ein bisschen konkreter machen, am Beispiel jetzt meiner Schule, wo wir Teams eingeführt haben. Das ist ein proprietäres Tool, aber Teams steht stellvertretend einfach für eine sehr mächtige
Lernmanagement-Software, mit der man ganz unterschiedliche Dinge tun kann. Ich zeige mal, wie das aussieht jetzt bei mir. Das ist jetzt eine Klasse, ein Team einer Klasse. Und da habe ich einen Kanal Beiträge. Das ist dann sowas wie ein Chat, den ich mit der Klasse habe, wo ich Unterricht vor- und nachbereite. Ich habe oben ein Kursnotizbuch, eine Dateiablage. Das Kursnotizbuch ist dann OneNote, wo ich gemeinsam mit der Klasse Notizen anlegen kann. Ich habe Aufgaben, die ich an die Klasse übergeben kann, und ich habe ein Tool, um Noten zu verwalten. Und dann habe ich eigentlich den mächtigsten Knopf, das ist dieser Plus-Knopf. Da kann ich nämlich alles Mögliche, was irgendwo im Netz ist, in dieses Teams mit einbinden. Und das benutze ich tatsächlich sehr, sehr oft. Auf der linken Seite sieht man, ich kann Anrufe tätigen, ich kann den ganzen Kalender mit einbinden, ich kann chatten, und ich werde wie so in einem Social Netzwerk, werde ich benachrichtigt, wenn irgendwas passiert ist. Das heißt, eigentlich ist es eine Social-Media-Plattform, die über die ganze Schule gezogen wird und mit der sich eigentlich alle Aufgaben, die an einer Schule gemacht werden, alle Kommunikationsvorgänge abbilden lassen. Also theoretisch ist es möglich, alles, was eine Schule tun muss, über Teams abzufertigen. Und so ist es eigentlich mit jeder dieser Lernmanagement-Plattformen. Wenn man die genügend ausarbeitet, dann ist das so denkbar. Jetzt, was passiert, wenn man Teams einführt an der Schule, an meiner Schule? Zuerst passiert einfach mal nichts, weil gar niemand merkt, dass man das überhaupt hat. Es ist einfach mal da und alle machen weiter, wie sie die Dinge vorher gemacht haben, weil sie diese Kultur jetzt noch gar nicht gehabt haben. Dann kann es sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler auch sperren. Ich habe es versucht einzuführen, weil ich sehr viel Umstände damit hatte, dass die Schülerinnen und Schüler mir digitale Lernprodukte so abgegeben haben, per Mail, per Chat, per irgendwo einen Link noch auf ein Blatt Papier geschrieben. Und ich wusste dann nicht mehr, wo haben jetzt diese 26 Menschen mir diese Dinge abgegeben. Und da fand ich die Aufgabenfunktion von Teams sehr hilfreich, dass man dort diese Aufgaben einstellen kann und dass ich dann auch gleich die ganze Klasse in der Übersicht habe und sehe, was sie abgegeben haben. Und jetzt haben sich die Klassen immer gewehrt dagegen, weil sie nämlich gemerkt haben, dass ich hier jetzt Kontrolle ausübe. Also sie haben gemerkt, das Tool gibt mir viel mehr Kontrolle, als ich vorher hatte, weil vorher konnten sie sagen, ich habe ihnen eine Mail geschrieben und sie waren weg und ich musste zuerst nachsehen, ob ich die Mail bekommen habe und dann habe ich gemerkt, der Anhang ist leer oder sowas. Das geht jetzt nicht mehr, weil bei diesem Aufgabentool, das kontrolliert eigentlich für mich, ob das alle rechtzeitig abgegeben haben. Da kann man jetzt nicht mehr irgendwelche Ausreden erzählen und deshalb wollten die Klassen das nicht. Und im Corona-Frühling, da mussten das alle jetzt benutzen, das war Vorgabe von der Schule, das so zu verwenden. Und jetzt wollen alle Klassen, dass man alle Aufgaben, die man überhaupt gibt, dass die bei Teams eingestellt werden. Also auch wenn ich sage, nehmen Sie bitte morgen das Heft mit, das brauchen wir morgen, dann sagen Sie, können Sie das in Teams einstellen, ich mache nur noch das, was bei Teams steht. Also Sie arbeiten jetzt eigentlich Teams ab und so wirkt sich das dann zurück. Jetzt, das ist ein Detail, die Lernkultur wird viel stärker verändert, nämlich durch die Möglichkeit, solche Anrufe zu tätigen. Wir haben Teams alle auch auf dem Mobiltelefon, auf dem Laptop, auf dem Tablet und ich habe jetzt die Möglichkeit, so ganz reguläre Videocalls von überall zu machen. Und das löst natürlich die Frage aus, ja, weshalb brauchen wir überhaupt noch Präsenz, auch im Team selber? Weshalb müssen wir uns zum Beispiel für Sitzungen treffen, wenn wir doch Teams haben und da jetzt einfach diese Sitzungen vereinbaren können? Es löst auch die Frage aus, wozu braucht es eigentlich Schulstunden, in denen wir uns treffen, wenn doch in diesem Beitragschat ich eigentlich ständig mit den Schülerinnen und Schülern kommunizieren kann, auch außerhalb der Präsenzzeit, dass sich eigentlich dieser Corona-Modus, wo man sagt, wir arbeiten asynchron zusammen, alle arbeiten in ihrem Tempo zu den Zeiten, die für sie günstig sind. Das ist mit Teams absolut problemlos möglich und ich als Lehrperson bin immer noch dabei, wenn die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Und diese Möglichkeit wird durch das Tool gestärkt und macht jetzt eigentlich alles, was die Schule vorher gemacht hat, kontingent. Das heißt, es ist möglich, es so zu machen im Präsenzunterricht mit Stundenplan, aber Teams zeigt, es ist auch ganz anders möglich. Und da vielleicht noch ein letzter Punkt, benutzen die Schülerinnen und Schüler auch Dinge, von denen wir Lehrpersonen gar nicht gewusst haben, dass die gehen. Also die machen damit Dinge, die gar nicht vorgesehen waren. Und das hat viele Diskussionen ausgelöst bei der Verwaltung von Teams. Da gibt es viele Schulen, die sagen, nein, die Funktion müssen wir einschränken. Das dürfen wir nicht erlauben, dass die Schülerinnen und Schüler beispielsweise eigene Teams eröffnen oder dass sie selber Calls vereinbaren können, dass sie
mir Termine in die Agenda schreiben können. Das wäre alles grundsätzlich denkbar, dass Sie vielleicht auch selber Aufgaben vergeben dürfen. Also da ändert sich dann das ganze Rollenverhältnis. Dadurch, dass Sie plötzlich sehen, ah, das wäre eigentlich möglich, dass auch ich mal dem Lehrer eine Aufgabe gebe, und dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, nee, das dürfen Sie nicht. Aber vielleicht wäre das die Lernkultur, wo wir uns hinbewegen, dass nämlich auch die Schülerinnen und Schüler ihre Bedürfnisse anmelden können. Und es sinnvoll ist, wenn Sie mir sagen, ja, Sie müssen mir jetzt eine Rückmeldung geben, ich kann sonst nicht weiterarbeiten. Das wäre super, wenn ich diese Aufgaben auch hätte. Also man sieht dann auch, was noch entwickelt wird. Und Teams wird tatsächlich ständig weiterentwickelt. Also Microsoft ist da dran, immer wieder neue Funktionen auszuliefern und das Tool ist noch nicht fertig, sondern das entwickelt sich eigentlich entlang der Entwicklung von Schulen. Also es begleitet die Entwicklung von Schulen, die Entwicklung von Unternehmen und verändert sich auch immer wieder, so wie wir das von Social Media Plattformen auch kennen. Jetzt übergebe ich gerne an Dejan, der da vielleicht auch noch Ergänzungen oder Kommentare hat zu dem, was ich gesagt habe. Ich würde tatsächlich vielleicht aber nur ergänzend sagen, dass es natürlich auch andere Plattformen gibt, also nicht nur von Microsoft, also zum Beispiel gibt es jetzt einen deutschen Anbieter, der iSurf heißt und der eigentlich auch ein ähnliches Kommunikationsumfeld generiert oder bietet, wie es jetzt zum Beispiel Teams macht und da kann man sich aber mal schlau machen. Ich meine, die Grundprinzipien, die Grundprozesse, Entwicklungen, die Philipp beschrieben hat, die kann man natürlich in diese anderen Plattformen genauso übertragen. Und jetzt, was er aber beschrieben hat, war ja dieses gegenseitige Bewirken. Das heißt, dass etwas da war, dadurch etwas erstmal nicht geplant, was sich das verändert und dann aber durch die Arbeitsweise einfach Veränderungsprozesse eingetreten sind. Gibt es natürlich auch Plattformen, die so Veränderungsprozesse von vornherein eigentlich schon mit einplanen. Das heißt, die auch begünstigen oder ganz speziell dafür konzipiert sind. Und jetzt, wenn Philipp auf die nächste Folie klickt, kommt man zur ersten Plattform und zwar Aula. Es gibt eine Beteiligungsplattform, das heißt, diese Software wurde speziell für Demokratiebildung, für Beteiligung konzipiert, entwickelt und das kann man sich jetzt so vorstellen, dass alle Schüler in einer Schule einen Account haben, eine Lehrerin übrigens auch und dann, wenn sie sich einloggen, sehen die im Prinzip zwei Räume. Die sehen zum einen den Klassenraum, also wenn sie in der 10a der Schüler sind oder Schülerin, dann sehen sie 10a und den Raum der Schule. Und je nachdem, wenn sie eine Idee haben, um die Schule zu verändern, können sie diese Ideen dann in diesen Raum platzieren. Diese Plattform wurde konzipiert, um die Schülermitgestaltung, Schülerbeteiligung einfach nochmal auf einer völlig anderen Ebene ablaufen zu lassen und hat dementsprechend auch gewisse Features. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Idee einstellen, steht da jetzt nicht drunter zu der Idee Kommentar, sondern es wurde hingeschrieben, Verbesserungsvorschlag. Das heißt, man hat an verschiedenen Stellen schon ganz klar sich überlegt, wie muss eine Software eigentlich aussehen, dass diese Beteiligungshürden möglichst gering sind. Und man hat dann in die Erfahrung mit dieser Software einfach auch gewisse Werte sammeln können. Also bei meiner Schule ist das jetzt schon, glaube ich, das vierte oder fünfte Jahr, wo es läuft. Philipp, gerade die nächste Folie. Und man hat einfach festgestellt, dass aufgrund dieser Plattform, dass Beteiligung jetzt auf einer völlig anderen Ebene stattgefunden hat. Das heißt, wir haben einfach natürlich den Zeitfaktor, das heißt Prozesse, die vorher einfach extrem lange waren. Also wenn jemand eine Idee einstellt und bis die dann überall kommuniziert war und jeder wusste, dass diese es überhaupt gibt, konnte es zum Teil Monate vergehen. Bei dieser Plattform haben wir natürlich theoretisch eine Echtzeitkommunikation. Eine Transparenz war auf einmal da, die vorher nicht da war. Das heißt, dass ich einfach sehen konnte, welche Ideen sind überhaupt denn da, und zwar auf der ganzen schulischen Ebene. Ich konnte im Prinzip auch sehen, wer Ideen eingestellt hat. Ich konnte im Prinzip auch sehen, wo sich so eine Idee zum Beispiel in so einem Abstimmungsprozess befindet. Das heißt, ich möchte jetzt nicht zu stark auf die ganzen einzelnen Funktionen von dieser Plattform eingehen, wie so eine Idee von der Einstellung bis zur Abstimmung und Umsetzung, welche Prozesse durchlaufen muss, aber zumindest einfach andeuten, welche Veränderungen diese Plattform einfach kulturell in der Schulkultur, Kommunikationskultur und vor allem auch in Bezug auf Partizipation einfach in der Schule mitgebracht hat. Die Durchlässigkeit finde ich einen extrem wichtigen Faktor. Das heißt, gerade im Beteiligungsbereich ist es häufig so, dass wir zum Beispiel bisher so diese klassischen Organe haben, die SMV-Organe so wie den Schülerrat zum Beispiel und die repräsentativ eben die Klassen vertreten. Und normalerweise ist es so, dass eine Idee von der Mitschülerin, Mitschüler gesagt bekommen und dann bestenfalls, wenn so monatlich eine Schülerratssitzung stattfindet, diese die dann kommunizieren, die dann wiederum eventuell dann weiter in die Klassen reingetragen wird. Und auf diesen, erfahrungsgemäß weiß jeder Verbindungslehrer, jede Verbindungslehrerin, dass diese Ideen ganz, ganz selten auch dann so ankommen, wie sie ankommen sollten. Und da habe ich natürlich eine maximale Durchlässigkeit, weil ich einfach das, was ich reingeschrieben habe, ist einfach da. Sie ist auch authentisch und ich kann auch die Person kontaktieren, die leichter für diese Idee einfach brennt. Und die wird es auch anders kommunizieren als jemand, der es einfach nur so ein Vermittler ist von der Botschaft. Im Bereich der Kommunikation haben wir festgestellt, dass aufgrund dieser Plattform und diesen neuen Settings, dass einfach
viel mehr Schüler natürlich von 5 bis 10 quer miteinander kommuniziert haben, auch mit Lehrern und Lehrern, die sie gar nicht unterrichten. Das heißt, es hat eine erhöhte Kommunikation stattgefunden und eine gewandelte Kommunikation. Das heißt, wenn natürlich ich jetzt erstmal schriftlich kommuniziere, zum Teil mit Akronym, mit Pseudonym arbeite und eben auch zeit- und ortsversetzt. Das heißt, man hat auch eine unfassbare Entwicklung also, und Erfahrungen im Prinzip und vor allem auch also Wirkungen in verschiedene Richtungen daraus mitnehmen können. Ich möchte mal ein Beispiel benennen, weil der Philipp ja vorhin gemeint hat, dass manchmal so eine Plattform auch wiederum in die andere Richtung wirkt. Es war zum Beispiel so, dass ich immer jahrelang als Verbindungslehrer darauf aufmerksam machen musste bei Lehrerkonferenzen, dass man doch eigentlich die Schüler an verschiedenen Stellen mit einbinden müsste, weil es auch so gesetzlich sogar fest verankert ist. Seitdem wir dann Aula gehabt haben, musste ich das nicht mehr tun, weil auf einmal die Lehrer von sich aus viel stärker mitgedacht haben und die haben es einfach so begründet, dass sie gesagt haben, dass sie die Ideen und die ganzen Prozesse auf einmal transparenter vor Augen hatten und einfach mehr auf dem Schirm als zuvor. Das heißt, es war jetzt nicht eine böswillige Unterstellung oder Verdrängung der Prozesse der Schülerinnen, sondern einfach, das war nicht präsent. Und durch diese Präsenz oder Transparenz hat es zum Beispiel einfach dann in den anderen Bereiche hineingewirkt, die vorher so nicht stattgefunden haben. Auch in dem Fall, auch wie man sich beteiligt, hat sich verändert. Das heißt, normalerweise ist in so Beteiligungsprozessen, habe ich dann Klassensprecher, Klassensprecherinnen, die eben auch gewählt werden für einen längeren Zeitraum und auch andere Aufgaben übernehmen. Und manche haben halt gesagt, das möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht Repräsentant einer Klasse sein. Ich möchte nur mein Projekt umsetzen. Ich möchte eine Skaterbahn haben oder eine Tischtennisplatte. Und das andere interessiert mich gar nicht. Und dementsprechend gibt es einfach andere Formen der Beteiligung. Und natürlich auch, was ganz wichtig war, ist der Punkt, dass einfach jetzt auf einmal alle einen Zugang hatten. Das heißt, davor hatte ich halt eben diese Wahlen, die so eine Hürde auch dargestellt haben. Und da hatte ich einfach, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass einfach auch introvertierte Schülerinnen und Schüler oder einfach Menschen, die jetzt vielleicht nicht vor der Klasse stehen wollen, dass die einfach die Option haben, nochmal auf diese Art und Weise einfach sich einzubringen. Nächste Folie. Und da würde ich jetzt aber nochmal gerne ein zweites Beispiel hinzufügen, dass man, weil vorhin auch so die Frage im Raum stand, ja, gibt es denn auch Dinge, die ich dann sofort loslegen kann, die niederschwellig sind, die auch gewisse Dinge begünstigen? Mit Aula war es jetzt ein Beispiel, was ganz konkret für Demokratiebildung konzipiert wurde. Das Beispiel jetzt mit GrüppPad ist eben jetzt nicht speziell für Demokratiebildung konzipiert, aber begünstigt ganz, ganz viel eine gewisse Kultur, die dahinter steht, die man auch unter zeitgemäßer Bildung beschreiben könnte, dass eben dieser Rollenwandel stattfindet, dass eben auch eine Kontrolle ein bisschen weiter weg ist und dass man einfach die Schülerinnen und Schüler befähigt, selbst aktiv zu werden. Und die zwei Features, die ich hier hauptsächlich nutze, sind tatsächlich das Rich Text. Das ist so ein webbasierter Editor und das Kanban. Und die zwei möchte ich ganz kurz anreißen. Rich Text, muss ich mir vorstellen, ist wie so ein Word-Dokument, was aber online ist und was dann jeder mitschreiben kann. Und man hat dann auch, wenn man oben rechts mal schaut, sieht man auch so einen Chat-Bereich. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel verabrede, zu wissen Uhrzeit, kann ich dann auch gleichzeitig auch dann kommunizieren und die Sachen da reinschreiben. Ich kann mich auch ich habe jetzt da den Namen reingeschrieben, weil ich einen Account habe. Ich kann aber auch anonym bleiben. Das heißt, es hat einfach ganz viele verschiedene Funktionen, die man unterschiedlich nutzen kann. Aber der zentrale Punkt ist, wenn man das mal angelegt hat und mit so einem Werkzeug in der Klasse gearbeitet hat, stellt man relativ schnell fest, dass die Schülerinnen und Schüler dadurch befähigt werden, eigentlich selbstständig so zeit- und ortsunabhängig und asynchron Prozesse zu planen und durchzuführen. Das machen die auch relativ schnell. Das heißt, wenn man so mal so ein GrüppPad angelegt hat, ist die Erfahrung, dass die von sich aus ganz, ganz schnell eigene GrüppPads anlegen und dann selber in ihren Prozessen, in ihren Sachen dann so kommunizieren, wie sie es vorstellen. Vielleicht ist noch hier ein Punkt, den man vielleicht noch benennen sollte, ist dieses Anonyme. Finde ich zum Beispiel in manchen Prozessen auch ganz wichtig, was die Kommunikationskultur angeht, ist, wenn es darum geht, im Beispiel Ethik oder so, wo die Leute sich positionieren müssen, ist es so, dass ich jetzt im normalen Fall habe ich dann so Vier-Ecken-Prinzipien, wo dann Leute sich dann positionieren und dann ein bisschen gucken, was der andere macht und dann doch eigentlich beeinflusst werden durch die Mitschülerinnen und Mitschüler. Und bei so einer anonymen Positionierung zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, einfach dann authentische Rückmeldungen zu bekommen und Einträge zu bekommen, die ich sonst vielleicht so nicht hätte. Was vielleicht hier noch wichtig wäre, jetzt beim Kanban genau das Gleiche, muss man sagen, ich kann es ruhig bei Kanban lassen, weil die Frage vorhin auch war, so mit Datenschutz und auch tatsächlich auch, inwiefern eine Software Dinge begünstigt, nicht begünstigt. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit diesen GrüppPads, weil sie zum Beispiel webbasiert sind. Und das bedeutet, dass ich da jetzt nicht abhängig bin von einem Betriebssystem. Das heißt, ich kann es mit jedem Gerät, das kann jetzt ein Smartphone sein, es kann ein Tablet sein, es kann auch ein Laptop sein. Und es ist wirklich egal, welche Software drauf, also welches Betriebssystem drauf ist, kann ich das einfach nutzen. Und das finde ich sehr, sehr praktisch, weil natürlich jetzt zum Beispiel in meinem schulischen Umfeld ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht jetzt die
besten Geräte haben. In der Regel haben sie ein Smartphone und das ist zum Beispiel etwas, was womit sie einfach arbeiten können. Und das Kanban ist für die Leute, die es nicht kennen, das ist so das Grundprinzip für Prozesse, um die zu veranschaulichen und zu einfach planen zu können. Also wenn ich jetzt sagen wir, ich hätte eine Gruppe von 3, 4 Menschen, die einfach jetzt ein Projekt planen müssen, dann legen die so ein Kanban an und dann gibt es dann eben diese 3 verschiedenen Spalten und jetzt wird dann am Anfang erstmal aufgeschrieben, was eigentlich erledigt werden muss und dann schreiben die in der Regel auch dann ihren Kürzel noch dahinter. Das heißt vielleicht erst, also ersten Buchstabe, Vorname, Buchstabe, Nachname, dass sie es zuordnen können, wer was, also wer welche Aufgabe gerade bearbeitet, eingestellt hat. Und dann kann man diese Fältchen, das heißt diese Rechtecke kann man dann eben schieben. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte Definition von X recherchieren, dann packe ich das, schiebe es rüber in die Bearbeitung und dann können dann alle, die da dieses Kanban nutzen, dann sehen, ah, okay, die Person so und so ist gerade da dabei. Das heißt, das wird gerade bearbeitet. Oder ich sehe dann schon, ah, okay, das wurde erledigt. Das heißt, für asynchrone Prozesse und zur Visualisierung von Lernprozessen und Arbeitsprozessen ist das ideal. Ich vielleicht noch eine letzte Ergänzung, und zwar auch zum Aula, weil eben man kann viel planen und sich viel vorstellen. Bei Aula war es zum Beispiel so, dass natürlich die Software speziell für Beteiligung konzipiert wurde. Aber zum Beispiel haben wir den einen ganz großen Rahmen um alles, was gesagt wurde, was Philipp gesagt, was ich gesagt habe. Und der nennt sich einfach Kultur der Digitalität. Und das ist ein kultureller Rahmen, der außerhalb der Schule einfach auch stattfindet. Und da war es zum Beispiel so, dass wir eine Erfahrung gemacht haben, dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht Browser-Menschen sind, sondern einfach App-Menschen sind. Das heißt, wir mussten Aula zum Beispiel speziell dann programmieren, auch für die Smartphones, weil eben diese Hürde, Browser, für die eine Hürde war, die relativ hoch war. Und jetzt würde ich tatsächlich an Philipp übergeben. Ja, ich möchte nur noch ganz kurz was Allgemeines sagen, weil wir jetzt gesehen haben, wie das funktioniert. Also das ausgehend von einer bestehenden Schulkultur dieser Plattformen, entweder ganz gezielt kulturelle Aspekte verändern können, wie jetzt bei Aula und der Partizipation, oder dann halt einfach auf diese Kultur aufgesetzt werden und so dann auch wieder zurückwirken. Deshalb ist bei der Einführung, denke ich, ist sowas wie Design Thinking, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber da geht es eigentlich darum, recht schnell mit Prototypen zu arbeiten, also kann man sagen, wie mal ausprobieren, was funktioniert, wie funktioniert das und dann aus verschiedenen Perspektiven darauf zu blicken. Also mal zu sehen, was verändert das für die Lehrenden, was verändert das für die Schülerinnen und Schüler, was verändert das für die Schulleitung, wenn wir diese Plattform nutzen und dann das jetzt nicht werten zu sehen, um wie zu sagen, ja, das ist ohnehin nicht gut oder das ist alles ganz, ganz schlimm, sondern auch zu sehen, was leistet das, wo sind Stärken und wie können wir dann in einem nächsten Schritt das verbessern, das verändern, sodass man das auch anpassen kann. Also nicht denken, man müsste irgendeine Logik einer digitalen Plattform so in die Schule implementieren, dass sich die Schule daran anpassen kann, sondern dass man in der Auseinandersetzung mit Digitalität die Schulkultur entwickeln kann. Und letztlich wäre dann eine postdigitale Perspektive, die würde heißen, wir entwickeln einfach eine gute Schule, wir haben gute Prozesse an der Schule und die Digitalität ist da, die ist im Hintergrund, aber es ist nicht, wir machen nicht Dinge an der Schule, weil die Plattform das jetzt irgendwie vorgibt, sondern wir versuchen durch die Nutzung von digitaler Technologie, digitalen Plattformen einfach die Schule und das Lernen voranzubringen. Das wäre so eine ganz wichtige Haltung für mich, dass man die einnimmt. Jetzt sind wir aber halt 2 Menschen mit 2 Meinungen und jetzt sind jetzt ganz viele Menschen hier mit ganz vielen Erfahrungen und Meinungen und da wäre es uns wichtig, die dann auch in der übernächsten Phase jetzt von dieser Sitzung auch einzufangen. Ihr geht dann auch nochmal in Breakout Rooms und da haben wir ein paar Anliegen oder Wünsche an euch, dass ihr das dann auch austauschen könnt. Dejan, darf ich dir das nochmal übergeben? Genau, das heißt, also später, wenn ihr in die Breakout Rooms wechselt, dann wäre es gut, wenn ihr zuerst erstmal Erfahrung austauscht. Das heißt einfach eure Impulse, eure Gedanken, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall gesagt werden. Da habe ich die folgende Erfahrung gemacht, die positiv, negativ, wie auch immer war. Im zweiten Schritt dann, dass ihr in dem Fall euch dann überlegt, welche Fragen haben sich denn euch gestellt und vielleicht auch so ein bisschen so ein Ranking erstellt innerhalb dieses Raumes, was denn so die vielleicht Fragen sind, die sich gerade wiederholen oder mehr Leute irgendwie wichtig finden oder drängend werden, die man auf jeden Fall ansprechen sollte und natürlich auch sehr, sehr gerne auch schon Lösungsansätze diskutiert. Ich habe jetzt schon im Chat hier gesehen, dass manche Fragen gestellt haben und andere schon darauf geantwortet haben und genau das soll jetzt in diesen Breakout-Räumen später auch stattfinden, dass man einfach hier miteinander gemeinsam denkt und arbeitet. Das schon mal als mentale Vorausblick auf das, was
gleich folgt. Die beiden sagten es ja schon, das haben wir so ein bisschen vorbereitet auch gemeinsam. Und das folgt in kleinerer Runde zum Austausch gedacht. Zunächst einmal haben wir Fragen gesammelt, beziehungsweise Sie haben Fragen gestellt. Und ich möchte jetzt gerne Vincent Steinl dazu bitten, der vor allem im Hintergrund geschaut hat, welche Fragen sind reingekommen und so weiter. Deswegen haben wir uns dann dafür entschlossen, dass wir das einfach gemeinsam machen hier. Genau, sagen wir mal. Wir haben die auch ranken lassen. Es gab tatsächlich ganz viele Fragen, die eingegeben wurden, bei Mentimeter auch bewertet wurden und auch im Chat. Und jetzt kommt die Meta-Frage. Könnten Sie die Fragen auch nochmal in den Chat schreiben? Ich kann dann gleich ein paar rüber kopieren. Die Frage liebe ich eigentlich gerade jetzt zu stellen, wenn ein Schweizer Referent mit dabei ist, nämlich wie wurde der Datenschutz im Vorfeld geklärt? Und da gab es auch eine kleine Chat-Diskussion dazu, also zu diesem ganzen Datenschutzthema. Und wenn man Microsoft-Produkte verwenden, wir wissen alle, die sind in der Cloud gespeichert und da gibt es eine Verbindung zu den USA. Wie ist das dann? Oder ist es in der Schweiz vielleicht anders sozusagen? Ich habe das Gefühl, das ist auch eine sehr deutsche Diskussion. Aber das eine Nebenbemerkung. Und ich würde jetzt gerade noch drei andere Fragen vorlesen, gekürzt, die ich alle ganz interessant finde und dann wieder das Wort an dich übergeben, Christine, die alle jetzt auch viele Votes bekommen haben. Zum einen, wenn sich die Arbeitsweise verändert, sollte sich doch auch die Art und Weise der Bewertung ändern. Was ist da eure Erfahrung dazu? Dann, wie können Lehrkräfte eigentlich im asynchronen Lernen angemessen einschätzen, sozusagen, was das Aufgabenvolumen angeht? Ich denke, also Volumen klingt ja nach Menge, aber vielleicht auch sozusagen das Niveau der Aufgaben könnte da vielleicht auch noch mit dazugehören zu dieser Frage. Und als dritten Aspekt, wie kann man verhindern, dass digitale Tools die herrschende Schulkultur des Frontalunterrichts zementieren? Das vielleicht als die Fragen, die am meisten hier im Mentimeter bewertet wurden. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich glaube, die erste Frage ging an Philipp, richtig? Auch. Ich denke, es ist so gut, so viel bewertet wurden, dass es auch, glaube ich, interessant ist, wie der Datenschutz bei den Beispielen oder die Diskussion um den Datenschutz bei den Beispielen, die du genannt hast, auch waren. Aber vielleicht erstmal zu Philipp. Ja. Also ich kann zum Datenschutz, kann ich wie so eine polemische Haltung einnehmen und ich kann eine sehr versöhnliche, pragmatische Haltung einnehmen. Also ich beginne mal mit der pragmatischen. Da würde ich einfach sagen, da sind die lokalen Gegebenheiten so unterschiedlich zwischen den Bundesländern, dann auch von den Schulträgern. Das muss man einfach vor Ort mit den Leuten klären, die das tatsächlich auch verstehen. Das kann man als Laie in Deutschland nicht verstehen, wie Datenschutz funktioniert. Da muss man mit Fachpersonen zusammen Lösungen erarbeiten. Und ich wollte nicht Teams als die ideale Lösung in Bezug auf Datenschutzfragen vorstellen, sondern als eine real existierende Lösung an meiner Schule. Und ich wollte das einfach als ein Beispiel nehmen für Lernmanagement-Software. Also Dejan hat gesagt, es gibt iSurf, es gibt Moodle, es gibt ganz verschiedene solche Tools, die aber eigentlich alle von der Idee ausgehen, alles, was an der Schule an Kommunikation, an Daten anfällt, kann in einer Plattform gespeichert werden. So wollte ich eigentlich Teams verwenden. Jetzt noch ganz kurz die polemische Antwort ist, ich bin einfach renitent in Bezug auf Datenschutz. Das interessiert mich einfach alles gar nicht. Also bei Veranstaltungen, wenn ich jetzt nicht so versöhnlich wäre wie hier, würde ich die Fragen gar nicht erst beantworten, weil es einfach nur eine Frage ist, die Leute stellen, die gar nicht sich mit Digitalität auseinandersetzen wollen. Natürlich muss man diese Dinge abklären, also es wäre naiv, das nicht zu tun oder sich da irgendwelche über rechtlichen Vorgaben hinwegzusetzen. Aber als Pädagoge interessieren mich juristische Fragen nicht, das sollen Juristinnen klären. Da bin ich einfach gar nicht zuständig und auch gar nicht kompetent dafür, solche rechtlichen Fragen zu diskutieren. Und wenn man immer wieder pädagogische Diskussionen mit rechtlichen Fragen belastet, dann kommt man einfach keinen Schritt vorwärts. Das wäre so vielleicht ein bisschen die polemische Haltung. Dejan? Jetzt vielleicht noch zu den, ja. Dejan, vielleicht lass uns vielleicht den, ich würde den Datenschutz gerne nochmal diskutieren. Ja, also bei Aula und bei CryptPad handelt es ja beide Male um Open Source Lösungen. Das heißt, und bei Aula und bei Aula ist es so, dass man kann sich jetzt auch jetzt schon kostenfrei im Netz runterladen und kann es dann bei sich auf dem Server installieren. Das heißt, da bist du datenschutzrechtlich absolut raus, also völlig clean und sauber. Deswegen wird es ja auch vom Land hier auch gefördert, unterstützt.
Und bei CryptPad ist es so, dass alles verschlüsselt ist. Das heißt, dass die sagen, dass die Daten, die da drauf gespeichert werden, dass sie darauf keinen Zugriff haben und ich in dem Fall eine Sache in dem Fall verschicke, die dementsprechend auch dann verschlüsselt sind. Und ich auch dementsprechend auch dann diese Etherpads kann ich dann auch mit Passwort belegen. Also man hat da schon relativ viele, viele Möglichkeiten. Aber ich würde tatsächlich mich auch jetzt nicht im Detail verlieren, weil da bin ich tatsächlich dann d'accord mit Philipp und ich teile beide Meinungen, also sowohl die polemische als auch die pragmatische. Vielleicht kann ich gleich anschließen und zu den zweiten Fragen übergehen, wie sich die Arbeitsweise, Bewertungen und Aufgabenvolumen verändern. Und ich würde jetzt sagen, dass viele der Plattformen dazu führen, dass ich agiler arbeiten kann. Das heißt, ich sehe eigentlich den Schülerinnen und Schülern beim Arbeiten zu. Und das verändert dann natürlich auch Bewertungsformen, dass es nicht so ist, sie müssen jetzt mal eine Klassenarbeit schreiben und ich korrigiere die dann und dann gebe ich Rückmeldungen, sondern ich kann schon bei einzelnen Arbeitsschritten ihnen helfen oder sie können sich gegenseitig helfen. Und das führt dann natürlich zu, dass so herkömmliche Bewertungsmethoden überhaupt nicht mehr mit dieser Kultur und mit dieser Lernkultur, dass die nicht mehr zusammenpassen, weil kein Mensch alleine arbeitet. Christian Albrecht hat das jetzt ein bisschen ausführlicher ausgearbeitet. Er sagt eigentlich, für die Leistungsmessung in einer Kultur der Digitalität ist immer Open Media und immer Take Home. Das heißt, es kann keine Beschränkungen mehr geben, welche Medien für Prüfungen zugelassen sind und es kann keinen Ort mehr geben, an diesem diese Prüfungen geschrieben werden müssen, sondern da müssen Lernende frei sein, wie sie das machen wollen. Und da kann man natürlich all die Dinge, wo man jetzt einfach Wikipedia-Wissen abfragt, das kann man einfach wegschmeißen, weil es nicht mehr funktioniert in dieser Lernkultur und so ergeben sich neue Prüfungsformen. Um das vielleicht konkret zu machen, möchte ich auf ein Beispiel von Björn Nölte eingehen, der diese Master-or-Die-Idee vorgestellt hat. Die Idee ist eigentlich, die Schülerinnen und Schüler geben sich ein Ziel vor und sagen, das möchte ich können, das möchte ich erreichen in diesem Bereich. Und dann üben sie so lange und kriegen so lange Feedback, bis sie genau das erreicht haben, was sie eigentlich erreichen wollten. Und meine Aufgabe ist, dieses Feedback zu geben, aber am Schluss ist die Bewertung eigentlich klar, sie haben es entweder erreicht oder nicht erreicht, das ist dieses Master erreicht oder or die, dann halt einfach sagen, okay, ich habe es jetzt nicht erreicht. Aber das wäre eine zeitgemäße Form, die man dann auch in Bewertungsformen abbilden kann, aber auch da sind natürlich die Vorgaben von den Ländern so unterschiedlich, dass es schwierig ist, jetzt so etwas Globales zu sagen, ihr macht so. Also da laufen jetzt ganz, ganz viele Anstrengungen in den Bundesländern zu schauen, was ist an zeitgemäßen Prüfungsformen überhaupt möglich bei uns, wo dann auch die Kultusministerien dabei unterstützen oder versuchen, das so ein bisschen zu unterstützen, dass diese Erfahrung des Fernunterrichts auch aufgebaut werden kann, dass die nachhaltig verarbeitet werden kann. Ich würde da jetzt vielleicht noch ganz kurz ergänzen mit dem Kanban, was ich vorhin gezeigt habe. Da sieht man dann letzten Endes, wenn ich ein Projekt habe und die dann ihre Sachen eintragen, dann wird es eigentlich nochmal leichter, was die Bewertung angeht, weil die Leistung einfach transparent ist und visualisiert wird. Das heißt, auch für Schülerinnen und Schüler, wie es die Erfahrung dann, dass sie einfach dann erstmal vor Augen hatten, was sie überhaupt gemacht haben, und zwar völlig kleinschrittig. Und das heißt, das kann man natürlich jetzt im jetzigen Bewertungssystem mit einfließen lassen, aber letztendlich auch dann in dem Bereich, wenn man ein zeitgemäßes Format entwickelt hat und dann vielleicht sich von Noten verabschiedet, auch dann ist es nochmal sehr, sehr hilfreich, wenn man ganz gezielt und konkret sagen kann, das und das und das und das hast du einfach sehr gut gemacht, das ist dir besonders gut gelungen. Dann was zum Aufgabenvolumen. Vielleicht in diesem Moment, vor allem was das asynchrone Lernen angeht. Wie haltet ihr es damit? Beziehungsweise wie schätzt ihr das ein, wenn es um diese Tools geht und die Umgebungen? Nur mal kurz, Vincent ja, wieder rumgesprungen ist. Dankeschön, Vincent, an dieser Stelle. Was man vielleicht sagen muss, ist, dass man für die Einarbeitung in diese Tools und für die Orientierung immer auch berücksichtigen muss, das braucht am Anfang ganz, ganz viel Zeit. Also ich habe jetzt Laptop-Klassen, die arbeiten mit Teams und dies ist das erste Mal, dass sie damit arbeiten und ich muss einfach viel Rücksicht nehmen, immer wieder Dinge zeigen, sie sich auch gegenseitig Dinge zeigen lassen und da kann ich nicht einfach Aufgaben reinpushen, sondern ich muss auch sehen, ob sie das tatsächlich machen. Aber ich denke, die Transparenz, die Dejan auch angesprochen hat, dass ich sehe, was da läuft, das führt zu einer erhöhten Ehrlichkeit. Also ich kann jetzt irgendwie nicht mehr so tun, als ob das für alle möglich wäre, sondern ich kann wirklich sehen, was haben die tatsächlich gemacht oder was wird da geleistet. Und da denke ich, das Aufgabenvolumen einfach, wie ich das bei der Leistungsmessung schon sagen wollte, es ist viel einfacher, agiler zu arbeiten,
weil ich ganz viele Lernphasen zwischen den Präsenzstunden habe. Und dazwischen kann ich sehen, ist die Klasse überhaupt da, wo ich denke, dass sie ist? Und ich habe nicht mehr so diese frustrierende Fehlplanung, dass ich denke, die sollten irgendwo sein und ich bereite jetzt Unterricht vor, der gar nicht zu dem passt, wo sie eigentlich da dran sind. Also diese Passung oder diese Dynamik, das denke ich, das leisten diese Plattformen sehr, sehr gut, wenn man sie wirklich auch sinnvoll einsetzt und nicht einfach sie benutzt, damit Schülerinnen und Schüler irgendwelche Tasks abarbeiten müssen. Ich würde tatsächlich vielleicht noch ergänzen über die Zeitfenster. Das heißt, also ich weiß nicht, Menschen haben sich ja relativ, also häufig haben sie in dem Fall die Aufgabenblöcke einfach eins zu eins irgendwie übertragen ins Digitale. Ich glaube, dass zum einen erstmal die Aufgabentypen, das heißt, die Formate sich natürlich da auch wandeln müssen, also welche Aufgaben ich stelle. Und deswegen bin ich ja so ein großer Freund von Projektarbeit, weil da letztendlich die Aufgabenstellung, die selbst bestimmt wird und dementsprechend dann auch nicht zu viel sein kann eigentlich, sondern jemand dann einfach passt zur Person, wie sie ausgewählt hat und dementsprechend auch dann viel gemacht oder nicht gemacht werden kann. Bei den anderen Sachen würde ich einfach leicht erinnern wollen oder darauf hinweisen wollen, dass man einfach berücksichtigen muss, wenn asynchrone Prozesse gewünscht sind und angefordert werden, dass man die dementsprechend auch dann die Zeitfenster auch dann zulassen muss. Ich kann dann jedenfalls nicht erwarten, dass man zum Beispiel sagt, es muss halt von 14 bis 15 Uhr erledigt werden oder die müssen um 8 Uhr da erscheinen und gewisse Dinge machen. Das heißt also, dieses, wenn man asynchron mit reinplant, dann muss man einfach das kommt konsequent mit einplanen und das berücksichtigt oder beziehungsweise das betrifft einfach ganz viele Ebenen. Mhm. Dann die letzte Frage, die Vincent mit eingebracht hat, die auch hoch bewertet wurde, wie man denn verhindert, dass die digitalen Tools die herrschende Schulkultur des Frontalunterrichts zementieren. Also ich habe es schon ein bisschen angesprochen, auch wie ihr es einsetzt, aber vielleicht nochmal auf den Punkt. Ja, wenn ich natürlich eine Schulkultur habe, die auf Frontalunterricht beruht und dann setze ich Tools ein, um da effizienter Frontalunterricht, Command and Control durchführen zu können, dann wird das nicht so geschehen, sondern die Bereitschaft muss eigentlich da sein, die Rollen gleichmäßiger zu verteilen. Ich würde sagen, mit einem Rechtemanagement, das eigentlich den Lernenden die gleichen Rechte gibt wie den Lehrenden auf diesen digitalen Plattformen, wenn man sich das traut, dann hat man keinen Frontalunterricht, weil dann machen die Schülerinnen und Schüler ganz innovative Dinge. Wenn man aber sagt, ich muss alles kontrollieren können, was die Lernenden machen, dann werde ich automatisch die Probleme des Frontalunterrichts auch in die digitalen Plattformen übertragen. Also ich bilde die Kultur ja irgendwie ab auf diesen Plattformen und da muss ich mir bewusst sein, dass sich Dinge auch verstärken können, die schon vorher da waren und die schon vorher problematisch waren. Wir müssen, wenn wir Digitalität mit einbeziehen, ganz gut aufpassen, dass wir nicht so passive Netflix-UserInnen erziehen, die einfach Schule so abhaken und durchklicken. Das ist nicht die Art von Digitalisierung oder digitaler Transformation, die Schulen brauchen. Das ist schon viel zu stark da. Wir müssen aktive Lernende haben, die auch Rechte haben in diesem digitalen Raum. Das ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Ich würde vielleicht also ich meine, die Fragen stellen haben ja gewisse, das ist ja schon eine gewisse Wertung mit drin oder eine gewisse Erwartung mit drin. Und zwar haben die eine Haltung, dass sie das nicht wünschen. So verstehe ich das dann bei dieser Frage. Und ich glaube einfach, dass nicht alle in Kollegien diese Haltung teilen. Und das ist eigentlich dann eine andere Frage, eine andere Aufgabe ist. Die Frage ist einfach, wie schaffe ich es einfach so diesen Kulturwandel, diesen Rollenwandel. Das ist ja wirklich ein völlig anderes Verständnis, so eine Haltung im Kollegium, wie kann ich die einfach erreichen? Da können natürlich solche Settings begünstigt wirken. Also zum Beispiel, wie ich es mit Aula vorhin beschrieben habe, dass auf einmal einfach Prozesse ablaufen, die man sich vorher vielleicht so ins Kollegium nicht erwartet hätte und dann einfach positive Erfahrungen damit macht, vielleicht auch im Kontrollverlust als positiv erfährt. Und dann könnten dann solche Erfahrungen können dazu führen, dass so eine Haltungsänderung erreicht wird. Aber letzten Endes ist tatsächlich, glaube ich, eine Arbeit auf unterschiedlichen Baustellen. Da würde ich gerne noch mal eine Frage mit einbringen, die mir da sehr wichtig erscheint. Also klar, gutes Vorbild sein ist das eine, also beziehungsweise vorleben und das machen. Welche Unterstützung brauchen denn Lehrkräfte dann noch? Ganz konkreter Natur, wenn sie sich so ranwagen und eben nicht in den Frontalunterricht vielleicht die Gefahr besteht, dass sie es so nicht nutzen, sondern anders nutzen sollen. Ich möchte es nicht in den Rhythmus hier zerstören, deswegen Philipp. Ja. Was Lehrkräfte brauchen, ist, dass die schulische Kommunikation auch über diese Plattformen abläuft. Das heißt, alles, was wichtig ist an Schulen, wird heute über analoge Post oder über E-Mail mitgeteilt. Und wenn
Schulleitungen sich darauf einlassen, auch die Ministerien darauf einlassen, dass die Plattformen, dass das eigentlich die Form ist, wie heute Wissen geteilt und erarbeitet wird, dann wird sich an Schulen wirklich was ändern. Wenn aber immer klar ist, was wichtig ist, das bekomme ich per Post oder das bekomme ich per E-Mail, dann wird man nie dieses digitale Mindset hinbekommen, wo Kollaboration eine Rolle spielt. Und dieser Rollenwandel und diese neue Kultur der Digitalität, die spielt auch unter der Kommunikation zwischen Lehrkräften eine entscheidende Rolle. Und wenn das nicht gelebt wird, sondern wenn da noch so wie an den traditionellen Hierarchien festgehalten wird, dann wird sich an Schulen nur ganz, ganz langsam etwas überhaupt ändern können. Ich würde vielleicht ergänzen den Faktor Zeit. Ich glaube, das ist so mit der stärkste Punkt überhaupt, dass einfach Zeit geschaffen wird, ein Raum geschaffen wird, wo eben solche Entwicklungsprozesse stattfinden können, weil in der Regel soll das immer so on top irgendwie stattfinden. Und deswegen sind auch zum Teil auch manche Widerstände, die resultieren genau daraus, weil die Leute was sagen, ich kann nicht noch mehr, ich möchte auch nicht noch mehr. Deswegen glaube ich, dass der Faktor Zeit ganz, ganz viel eigentlich lösen könnte. Und diese Zeit kann man sich entweder auf verschiedenen Ebenen einfach kann man sich selber nehmen. Es gibt ja gewisse Pufferbereiche, die man dann ganz aktiv danach suchen kann und nochmal gestalten kann. Und natürlich dann auf politischer Ebene ist klar, die Aufgabe liegt natürlich schon auf Landesebene, da so einen Rahmen nochmal zu begünstigen, so einen Rahmen zu schaffen, dass solche Entwicklungsprozesse stattfinden können. Vielen Dank. Ich sehe auch mit Blick auf die Zeit, dass wir viele Fragen beantworten konnten, dass wir auf viele Fragen eingehen konnten. Danke an der Stelle. Moment, ich habe an euch beide, stellvertretend für viele andere hier im Raum, gibt es einen Applaus. Dankeschön, danke, danke für euch und an euch fürs Teilen eurer Erfahrungen und so weiter. Ich würde ganz gerne übergehen, die beiden bleiben noch da, keine Angst, sie verschwinden jetzt nicht in den Äthern ihres Internets, sondern sie sind noch weiterhin Teil dieses Webinars und gleichzeitig möchten wir sie auffordern, wie schon angekündigt im Input-Teil, selbst Erfahrungen auszutauschen und dafür haben wir Breakout-Sessions vorbereitet. Das wird ungefähr wieder 5 Leute sein, die in einer Breakout-Session sind und sich vielleicht auch mit den Fragen oder gerne mit den Fragen, die wir ihnen mitgeben, austauschen, darüber über eigene Erfahrungen austauschen und gleichzeitig eben zu sagen, welche zentralen Fragen sind aufgekommen, welche, aber auch welche Ideen und Antworten sie selbst gefunden haben und so weiter. Das wäre sozusagen das Arbeitspaket, mit dem wir sie gerne losschicken wollen und gleichzeitig auffordern wollen, uns das wieder auszuspucken, im übertragenen Sinne natürlich gesagt. Sprich also, wir haben wieder eine kleine Mentimeter-Umfrage vorbereitet, ein neuer Code, indem wir gerne wollen, dass Sie, wenn Sie möchten, sich beteiligen und da diese 2 Komplexe, zum einen die zentralen Fragen und zum anderen die Ideen und Antworten, die Sie gefunden haben, da auch für uns, auch für die große Runde dann wiederum zur Verfügung zu stellen. Weil, wie gesagt, die beiden kommen dann nochmal wieder und können dann auch nochmal auf einzelne Aspekte eingehen und da nochmal in die Diskussion treten. Daher, sie werden wieder gebeamt und zufällig in einen Raum geschossen mit ein wenig anderen Personen. Und wir blenden die Fragen auch nochmal ein, dass sie es vor sich haben. Und sie sehen die Fragen auch im Menti, in der Menti-Umfrage. Und nun bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche Ihnen viel guten Austausch und viel Freude damit. Bis später. Die Menschen kommen wieder. Willkommen zurück. Hallo. Wir sind weiterhin da. Sie sind zurück. Das ist wunderbar. Das hat sich jetzt gereimt, ohne dass ich es wollte. Und gleichzeitig noch die Aufforderung, gerne Ihre Fragen, weitere Fragen oder auch, sagen wir mal, eigene Erfahrungen und Ideen, wenn es um Lernkultur und digitale Tools geht, auch gerne im Menti loszuwerden und aufzuschreiben, damit wir hier auch nochmal gerne drauf eingehen können. Lassen noch mal ein bisschen Zeit und warten noch ein bisschen, was die Menschen noch wissen wollen. So. Ich fange schon mal an zu einer Frage, die ich gerne loswerden möchte und euch stellen möchte.
Es wurde ja viel über, ihr habt ja viel über Kultur der Digitalität gesprochen und ich glaube, da gehört ja auch noch viel mehr dazu als diese Tools, das habt ihr angesprochen. Also, wenn ich mehr darüber wissen will, was schaue ich mir da an? Wie arbeite ich mich da rein? Einfach, weil ich glaube, viele Leute kommen auch über Tools zu diesen Themen und merken vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, das ist schon anders, was da mit diesen Tools möglich ist. Und wie gehe ich dann weiter? Wie nähere ich mich auch vielleicht durch Publikationen und so weiter dem Thema näher an? Also nach dem Moment, um zu sagen, dass wir gemeinsam eine Gesprächsreihe haben, die heißt Gedankenschach, Kultur der Digitalität. Das ist ein Podcast auch, aber auch eine YouTube-Reihe. Und dort sprechen wir mit Expertinnen, die sich auskennen. Und wir fragen ja eigentlich immer, mit wem muss man sich vernetzen oder wo muss man mitlesen, um da weiterzukommen. Und ich denke, das ist so der Schritt. Ich habe das jetzt auch nur erwähnt, um zu zeigen, Leute, die was verstehen vom Thema. Entschuldigung, das ist die Schulglocke. Herrlich, jetzt Leute, die vom Thema was verstehen. Ich bin in der Schule, ja. Leute, die vom Thema was verstehen und die denen folgen auf ihren digitalen Profilen und dann schauen, mit wem sind die vernetzt. Und so komme ich dann, kann ich mich auch in Bezug auf eine Plattform, die mich interessiert, wirklich einarbeiten und mit Leuten Kontakt haben, die wirklich was verstehen. Und um diese Kultur der Digitalität bedeutet eigentlich Fragen stellen, Fragen beantworten und sich so vernetzen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und so dann in Austausch kommen, ich denke, das ist wirklich der produktive Zugang. Ich würde nicht direkt Bücher lesen, sondern ich würde mich mit Fachpersonen vernetzen im Netz. Das finde ich sinnvoll. Das hat gut geklappt. Ich mag das Format sehr. Insofern kann ich das auch sehr empfehlen, sich das anzuschauen, was die beiden da gestalten. Gleichzeitig habe ich die Nachricht bekommen, dass es 4 Fragen gibt, die wir gerne jetzt nochmal sehen wollen. Gibt es die Möglichkeit, uns das nochmal zu zeigen? Dann können wir direkt drauf eingehen. Kommt. Wunderbar. Dann haben wir hier, vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen drauf ein, passen Schulglocken zu einer digitalen Schulkultur? Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, würde ich sagen. Okay, gut, dann ist die erste Frage vielleicht, wie bekomme ich die Kollegen an das digitale Boot, vor allem Kollegen, die bisher nie oder fast nie mit digitalen Endgeräten oder Tools gearbeitet haben. Da vielleicht nochmal eine, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, welche Unterstützung und so weiter. Vielleicht könnt ihr da auch aus einer eigenen Erfahrung heraus erzählen, wie das bei euch und bei eurem Kollegium gewesen ist. Ja, ich beginne wieder, um den Rhythmus beizubehalten. Ich würde mal sagen, das Erste, was man sich fragen muss, ist, wollen diese Kolleginnen und Kollegen, wollen die überhaupt sich damit auseinandersetzen oder nicht? Und sich mit Leute ins Boot zu holen, die nicht schwimmen, die nicht ins Boot steigen wollen, da würde ich sagen, das ist enorm frustrierend für alle Seiten. Das führt eigentlich nur zu Ärger und Konflikten. Wenn die aber wollen, dann ist das Vorgehen von Mikrofortbildungen in-house, das ist sehr, sehr hilfreich, dass man sagt, zeigt uns doch mal über Mittag oder in so kurzen Sequenzen, was macht ihr so im Unterricht, was funktioniert gut. Und wenn das nämlich Leute sind, die an derselben Schule arbeiten und das auch zeigen können, dann kann man wie nicht sagen, ja, das ist jetzt der Experte, der von da gekommen ist, der kann das, aber ich kann es nicht, sondern dann kann man wie sagen, okay, ich probiere es mal, weil ich habe jemanden im nächsten Zimmer, ich kann die fragen, wenn ich was nicht verstehe oder ich habe wirklich jemanden, der mir auch helfen kann. Also so zu zeigen, so Barcamp-mäßig zu zeigen, an der Schule haben wir ganz viele Ressourcen und ganz viel Wissen, was wir einsetzen können. Das ist das, was die meisten Schulen voranbringt, würde ich sagen, in meiner Erfahrung. Da würde ich jetzt gleich direkt anschließen wollen und das Barcamp aufgreift, ist tatsächlich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nach, eine Möglichkeit, wirklich Dinge anders zu erleben und Prozesse zu initiieren, die nachhaltig sind und wirksam sind. Also gerade bei dieser Frage, wie können wir die Angst vor Kontrollverlust nehmen? Barcamp ist völliger Kontrollverlust. Das heißt, du startest einen Tag, ohne ein wirkliches Programm zu haben, und das arbeitest du erst am selbigen Tag vor Ort mit den Leuten gemeinsam. Mhm. Und ist für die Menschen, die den Kopf hinhalten müssen, sehr, sehr belastend immer. Das erste Mal, die schwitzen immer ganz arg und rufen permanent an und mailen und ob es wirklich klappt. Und wenn sie es dann aber erlebt haben, ist es dann ein unglaubliches Erlebnis, was tatsächlich dann über die Phase hinaus einfach ganz lange prägt.
Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, der so eine Veränderung der Haltung und Sichtweise im Prinzip bewirken kann. Ich glaube auch, was gut ist, ich habe bei solchen Barcamps häufig, weil diese Barcamps häufig zum Thema digitale Transformation stattgefunden haben, habe ich einen Impulsvortrag vorher angesetzt. Und dann habe ich nochmal so ein gemeinsames Bild gezeichnet von der digitalen Transformation, wo ich einfach aufgezeigt habe, dass ein kultureller Wandel stattfindet. Mhm. Und in dieser Präsentation auch aufgezeigt habe, dass einfach gewisse Dinge, die einfach vorher schon da waren, nicht alles schlecht sind, sondern einfach zum Teil sich transformieren. Das heißt, wichtig war die Botschaft, dass den Leuten klar ist, dass Lehrerinnen und Lehrer jetzt schon eigentlich ganz, ganz viel wissen und eigentlich dieses Wissen sich wandelt und man einfach gucken muss, an welcher Stelle wandelt es sich, an welcher Stelle kommt was Neues hinzu. Das ist also nicht so, dass ich von Null anfangen muss, sondern es ist einfach ganz viel Expertise da. Und dieses Wissen sich zu erarbeiten, das kann natürlich im Austausch gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, also auch mit so einem Rollenwechsel, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich jedem empfehlen würde und die wunderbar gelingt. Das heißt, ich muss gar nicht alles wissen. Das ist ja so ein Punkt dieser Kulturwandel, dass ich mich verabschiede als Lehrer zu sagen, ich bin überall der Beste, ich weiß alles genau am besten, sondern dass einfach wir uns gegenseitig einfach die Ziele, also gemeinsam uns die Ziele, die wir uns gesetzt haben, gemeinsam erarbeiten. Vielen, vielen Dank. Es sind sehr viel mehr Fragen dazu. Vielleicht noch eine abschließende, weil das auch natürlich eine Frage ist, die viele umtreibt. Tools setzt gewisserweise Geräte voraus. Welche Tipps könntet ihr geben oder Hinweise dafür geben, wenn man sehr wenig Infrastruktur hat, sehr wenig selber eigene Ausstattung hat und so weiter, wie da so die ersten Schritte sein können? Ja, das ist also schwierig, da wirklich zu sagen, ohne die Infrastruktur, jetzt nutzen wir das. Das führt zu auch wieder so vielen Problemen, dass es auch eigentlich die Ressourcen verschwendet sind, wenn man das so macht. Also wir müssen wirklich sagen, die Infrastruktur, das ist ein Grundrecht von Lernenden, dass sie auf digitale Plattformen zugreifen können, dass sie Digitalität nutzen können. Wenn das Bundesländer oder Schulträger verweigern, dann haben wir wirklich ein echtes Problem, dass man nicht einfach schönreden kann. Das ist nicht eine finanzielle Frage, sondern es ist wirklich eine rechtliche Frage, dass das, also rechtlich meine ich, ausgehend von Rechten, die Lernende haben müssen. Heute kann man nicht mehr lernen, ohne auf diese Infrastruktur nutzen zu können. Das ist jetzt schön gesagt, sehr idealistisch, aber ganz konkret würde ich einfach sagen, auch wieder so niederschwellig ansetzen, dass man möglichst mit den Geräten, die die Schülerinnen und Schüler schon haben, die jetzt nicht von der Schule gestellt werden müssen, auch einfache Arbeiten machen kann, also mit dem Smartphone. Und zwar dann einfach so, dass man nicht große Konten anlegen muss, nicht irgendwelche Daten abgreift, sondern sowas, was Dejan jetzt mit CryptPad vorgestellt hat, anonym auf solche Etherpad-Dokumente, auf Kanbans zugreifen. Das lässt sich so einrichten, dass man keine Probleme verursacht und das trotzdem auch nutzen kann, wenn in einer Familie auch nur ein oder zwei Geräte da sind. Aber nicht von so maximalen Varianten, wie wir machen jetzt Videokonferenz mit allen und so weiter ausgehen, sondern von ganz einfachen asynchronen Tools, die alle nutzen können. Also da gibt es eine ganze Reihe mittlerweile und man braucht auch gar nicht so viele. Ich würde tatsächlich dann nochmal die Smartphone-Sache aufgreifen. Also an meiner Schule ist einfach so, dass wir jetzt so langsam WLAN bekommen und langsam die ersten Geräte irgendwie eintrudeln. Aber wir haben also viele Jahre wirklich sehr, sehr wenig gehabt. Und da habe ich zum Beispiel auch ganz viel mit Smartphones gearbeitet und zum Teil auch wirklich auch ohne Netz. Und als Beispiel, da haben wir damals Snapchat genommen, haben mit Snapchat einfach dann Erklärvideos gedreht. Das heißt, sie haben so ein Storyboard erstellt und haben mit den einzelnen Snaps einfach Geschichten oder Dinge erklärt. Das heißt, die mussten sich genau Gedanken, also erstmal einen Sachverhalt verstehen, Sachverhalt zerlegen, neu zusammensetzen, kreativ dann eben produzieren. Das musste auch nicht online geschehen. Das heißt, konnte man dann offline auf dem Handy speichern und dann im Prinzip auch dann zeigen und nochmal besprechen. Das heißt, es gibt, vielleicht kann man auch Dinge einfach nutzen, die einfach da sind und vielleicht auch Dinge, die jetzt gar nicht speziell für Bildung und Schule gedacht sind, die man aber dann tatsächlich dann so für die Dinge einfach dann umwandeln kann. Sagen wir es mal so. Kreativ sein. Kreativ sein. Vielen Dank. Wir konnten leider nicht auf die vielen Fragen eingehen und gleichzeitig ein Dankeschön für das Einbringen der Fragen. Das heißt ja nicht, dass wir nie wieder die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen, sondern an dem Punkt auch einen Punkt setzen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden. Nochmal der Applaus von dieser an einer Stelle sozusagen. Dankeschön an euch beide fürs rege Mitdenken und Mitmachen und generell für eure Arbeit und euer Engagement, nicht nur hier. Dankeschön. Bis bald.
Dann kommen wir langsam zum Schluss. Ich bedanke mich auch vor allem bei Ihnen allen, die zugehört und mitgemacht haben, sich beteiligt haben, Fragen gestellt haben und eigene Gedanken und auch gegenseitig sich im Chat geholfen haben, wie wir verfolgen konnten. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie dabei waren. Gleichzeitig möchte ich eine Aufforderung nochmal stellen an Sie, dass uns wahnsinnig wichtig ist, zu erfahren, wie es Ihnen gefallen hat. Wir haben für jedes Webinar, wenn Sie wissen, wir haben ein umfangreiches Programm und wir sind gerade mal beim Bergfest zusammengestellt, einen Feedbackbogen. Also es gibt Feedbackbögen und deswegen machen Sie da am besten jetzt gleich mit. Das sind tatsächlich nur ganz wenige Fragen. Wir wollen natürlich wissen, wie Sie es fanden, was Sie für Verbesserungsvorschläge haben etc., um da gemeinsam auch besser zu werden. Das an der Stelle schon mal der Hinweis. Für uns und für die gesamte Organisation hinter ist es sehr, sehr wertvoll zu erfahren, wie Sie es fanden. Ansonsten möchte ich mich in erster Linie bedanken bei allen Mitwirkenden. Ich bedanke mich bei Vincent Steinl und Fong Nguyen und auch bei den beiden Impulsgebenden, Dejan und Philipp. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte auf ein weiteres Programm hinweisen. Wir haben gleich im Anschluss 16 Uhr zu Gute Schule nach und auch in Corona, da geht es vor allem um ein bildungspolitisches Papier der Deutschen Schulakademie, was vorgestellt wird, da also direkte Einladung, fast direkt hier im Anschluss, um 16 Uhr geht es los. Und jetzt würde ich Sie bitten, auch noch ein bisschen drin zu bleiben und die Aufnahme wird jetzt beendet und für die Ewigkeit konserviert. Ich bedanke mich.